Ich glaube nicht, dass diese Deals. Ursprünglich wollte ich jetzt an dieser Stelle einen Flammenwerferwitz machen, indem ich eine Deodose nehme und ein Feuerzeug davor halte und dann ist klar, was passiert. Aber dann sind mir zwei Sachen eingefallen, die dann dafür gesorgt haben, dass ich gedacht habe, das ist eine ziemlich blöde Idee. Erstens mal ist das extrem gefährlich, wenn man es falsch macht. Und zweitens habe ich das noch nie zuvor in meinem Leben durchgezogen. Das heißt, ich werde das jetzt nicht machen. Das ist mir zu risky. Stellt euch einfach vor, wie ich das mache und um den Bildungsauftrag zu erfüllen, versucht das nicht zu Hause, Kinder. Das ist einfach eine dumme Idee. Es sieht cool aus, aber es ist eine dumme Idee. Und damit willkommen zurück hier bei Alien Isolation, wo die Luftschächte wieder aktiv sind. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hören kann, aber ich höre Aktivität über mir. Das heißt, die Aliens... Ich habe mich nicht erschrocken. Das heißt, die Aliens sind wieder da und sie sind viele und sie sind wütend, denn ich habe ihr Haus zerlegt, mehr oder weniger. Deswegen ist das nächste primäre Ziel, irgendwie von dieser Station runterzukommen, denn es gibt nicht wirklich eine Rettung für die Sevastopol, es gibt nur eine Rettung für die Leute. Und Marlo hat sich gedacht, I'm a head out, ich rufe die Anisidora, ich rufe mein Schiff und versuche zu verschwinden und ich suche jetzt einen Shuttle, um zu ihm zu kommen und zu sagen, hey, das geht so nicht. Ja, du kannst nicht einfach versuchen abzuhauen. Das ist ein bisschen frech. Das machen wir nicht. Und deswegen sind wir wieder auf der Krankenstation, denn da gibt es Kurzstrecken-Shuttles. 2137. Ist mir nie vorher aufgefallen. Was könnte dieser Code bedeuten? Gibt es hier eine verschlossene Tür? Eine Keycard-versperrte Tür. 2137. 37. Hier gibt es eine rote Tür, aber die ist einfach grundsätzlich zu. Ionenschneider. Warte mal. Vielleicht bin ich hier was auf der Spur. Ich weiß, ich sollte eigentlich jetzt geradeaus in den Aufzug. Aber vielleicht habe ich hier was gefunden. Ah ne, es ist nur ein Griff. Okay, es ist kein Code. Alles klar. Auf. Und dann sind wir... Hier, ich wollte gerade sagen, wo ich schon war, weil das Ding offen ist. Ne, es ist ein Rechner. Okay, eine Elektroschockerladung, nochmal eine subkutane Impfpistole und da ist nochmal ein Logbuch von der Nostromo. Ja, nice. Wir haben dich gebeten, einen Bericht darüber abzuliefern, was mit der Verbindung passiert ist, als wir an die Raffinerie angedockt haben. Ich sage Ihnen gerne, was passiert ist. Ich und Brett, wir halten hier alles mit unseren bloßen Armen zusammen. Toll. Man könnte meinen, dass Millionen Tonnen Erz jemanden vom vorderen Deck, jemanden mit einem Vollanteil hier runter bewegen würde. Dass vielleicht mal irgendjemand schaut, ob wir Ressourcen benötigen. Sie wollen das nächste Mal das System rechtzeitig verlassen. Dann stellen Sie die Nostromo einen Monat lang ins Trockendock. Warten Sie, bis wir fertig sind und bezahlen uns angemessen. Parker, Ende. Ja, das war von der ursprünglichen Nostromo-Crew aus dem ersten Alien-Film. Nice. Primärer Pflegebereich. Ich bin richtig. Ich bin richtig. So, dann gehen wir dahin und wahrscheinlich jetzt durch eine Tür, die ich vorher nie konnte. Und dann zu den Kurzstrecken-Shuttles und dann, wie gesagt, mal kurz zum Marlow fliegen und ihm also ein bisschen hier aufs Handgelenk hauen und sagen, hey, das geht so nicht. Du kannst nicht einfach versuchen abzuhauen, während wir anderen hier zurückgelassen werden. Ist schon ein bisschen frech. Stimmt, hier war ja was. Finden Sie einen Shuttle in der Notfall-Shuttle-Bucht. Hier war ja was. Da ist ja was passiert. Ja, der hat schon versucht abzuhauen. Finden Sie einen Shuttle in der San Cristobal-Notfall-Shuttle-Bucht. Muss ich mir noch Sorgen machen? Nee, muss ich nicht. Weil inzwischen ist der Rauch so weit abgezogen, dass ich hier halbwegs problemlos durchlaufen kann. Hier würde es zu Seeks and Synthetics gehen. Ich meine, ich check das mal kurz aus. Vielleicht ist hier noch irgendwas, aber ich glaube, der Aufzug funktioniert nicht richtig. Ja, Strom wiederherstellen, das ist klar. Aber hier könnte ich rein. Ich meine, ne, ich bin nach wie vor auf der Suche nach Supplies. Ein bisschen Flammenwerferbenzin wäre jetzt echt nicht schlecht, weil ich bin ein bisschen low. Ich habe ungefähr noch eine halbe volle Ladung. Eine halbe volle Ladung, also eine halbe Ladung. Und dann ist es leer. 288, normalerweise hat man 500. Das ist ungefähr die Hälfte. Kann ich aber rein. Ja. Weil ich im Besitz einer Maske bin. Gibt's hier irgendwas? Nee, nur ein Schrank. Eine Sprengkapsel? Okay. Nochmal ein Nostromolog. Die Dinger sind ja überall. Und es ist die Stimme von Commander Shepard. Alien. Ich halte mich vorerst da raus. Die wissen schon, was sie tun. Dallas, Captain der Nostromo. Tu das, die Leute.
wissen Bescheid. Ach, das ist eine Lampe. Ich dachte gerade, was ist das? Das soll eine Lampe sein. Hier hat es noch jemanden erwischt. Taschenlampenbatterien. Ich weiß auch gar nicht, warum man die so oft findet. Ich kann es dir echt nicht sagen. Aber hey, ich bin reich an Taschenlampenbatterien, wenn schon nicht an Munition für den Flammenwerfer. Noch ein Lock, was ist denn heute los? Ich komme gar nicht zum Reden. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, so als war ich schon mal in diesem Raum. Aber war ich nicht, ne? Nicht drüber quatschen und der Untertitel ist weg. Was? Ja. Die hier ist wahrscheinlich auch zu, geht nicht auf. Gut, anscheinend ist das heute Audiolog, das der Film, ne, in voller Spielfilmlänge. Weil ich komme gefühlt kaum zum Quatschen, weil ständig was los ist. Revolvermunition. Sehr, sehr, sehr nice. Analyseraum. Das ist doch das, wo die ganzen Leute rumgerannt sind, die mich so furchtbar genervt haben, als das Alien auch hinter mir her war und als ich den Alarm ausgelöst habe, absichtlich. Aber jetzt habe ich hier komplett meine Ruhe. Weil, ja, die gibt es halt nicht mehr. Also entweder sind sie weggerannt oder das ist mit ihnen passiert. Die gibt's nicht mehr. Okay, ich muss irgendwie dahin. Das heißt, ich kann es mir jetzt aussuchen. Hier durch? Wobei, nee, vielleicht ist da hinten noch eine Tür, die ich nicht aufmachen konnte beim letzten Mal, weil ich habe jetzt viel bessere Ausrüstung. Ich nehme mal den langen Weg. Komm, wir nehmen mal den langen Weg mit der schönen Aussicht. Hoffentlich ohne Aliens, das fände ich ganz toll. Ihr spawnt hier einfach so? Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Verschwunden. Es kam nicht mal ein Geräusch, dass er da... Die Tür ist natürlich kaputt, ich muss den langen Weg nehmen mit dem Roboterarm. Okay, cool. Es kam jetzt nicht mal das normale Entdeckungsgeräusch. Das Spiel einfach so, ja, da ist ein Roboter, ja lol. Okay. Spawnen die Jungs einfach so, wie es ihnen passt, die Tür ist zu. Kann ich die vielleicht aufmachen? Ja, kann ich, weil ich Ingenieurin bin und einfach die Beste. Wahrscheinlich muss ich jetzt einfach nur einen Knopf drücken, aber hey. Offene Tür ist eine offene Tür. Ah, so ein Raum ist das. Leer. Cool. Lass mich ran, sonst gibt's hier nichts. Ich hatte jetzt nur Pech, dass für mich nichts spawnt. Alle anderen Leute haben in dem Raum irgendwas Legendäres gefunden. Ich nicht. Bei mir ist halt einfach nichts gespawnt. Ich höre ganz unschöne Sachen. Ich höre ganz unschöne Sachen. Und ich will hier drin jetzt auch nicht den Bolzenschießer oder so benutzen. Weil ich weiß ganz genau, wer dann spawnt, wenn ich das mache. Nämlich Mr. Squiggles, der nur im Lüftungsschacht darauf wartet, dass ich ein falsches Geräusch von mir gebe. Und dann droppt er. Und dann sagt er, hallo, Flammenwerfer, Brennöl. Nice, direkt mal nachladen. Ist ein bisschen risky. Direkt hier. Aber muss sein. So, da ist der Boy. Ich glaube, es sind sogar mehrere Boys. Ich kann es mir jetzt nicht genau angucken. Aber ja, hier ist gut was los. Ich gehe hier durch die Seite. Das ging auch, ne? Genau, irgendwie hier und dann versuche ich... Ah, wobei... Nee, geht nicht. Ich muss hier raus. Es gibt keinen anderen Weg. Wenigstens kann ich hier speichern. Aber so direkt hinten rum und dann einfach an einen vorbeilaufen, das geht nicht. Das heißt, ich muss quasi den direkten Weg nehmen. Ja, super. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Vielleicht geht das. Weil eben rumballern ist in meinen Augen eine furchtbar dumme Idee. Und eben das hier funktioniert nicht. Weil es gibt keine Verbindung nach hier. Und die Tür hier ist ja kaputt. Das heißt, das ist die einzige Wahl, die ich habe. Hier durch. Na, ist richtig. Ja, bevor ich jetzt falsch abbiege und jetzt falsch im falschen Bereich des Levels laufe. Hier durch. So, Jungs. Ich müsste mal... Ja, da ist ein Boy. Ich müsste mal hier durch. Trägt der einen Anzug? Ich glaube, der trägt sogar einen Anzug. Ich glaube, das ist kein normaler. Ich glaube, das ist sogar ein Schutzanzugs-Boy. Haben wir hier drin Stress? Ne, haben wir nicht. Okay, stehen die wirklich nur da, um zu schnelles Vorgehen zu bestrafen? Weil so wirkt es irgendwie, ne? Als sind die nur hingestellt worden, um dich aufzuhalten, wenn du zu schnell rennst oder zu viel Krach machst. Und sonst haben die nicht wirklich eine Bestimmung. Ja, ich kann einfach durchlatschen, wie es mir gefällt.
Ist doch geil, hier ist ein Aufzug, den ich nicht brauche und der auch nicht funktioniert. Und ich glaube, jetzt ist alles Gucci. Genau, jetzt latsche ich einfach hier durch. Und dann da vorne könnte ich nochmal speichern. Aber seit dem letzten Mal ist nicht so viel passiert. Deswegen... Hat sich das gerade von alleine bewegt, von selbst? Keine Ahnung. Aber ich schenke mir das jetzt einfach mal den Speicherpunkt. Ich gehe direkt nach hier. Ja! Verdammt. Gerät unzureichend. Ah, super, ich brauche noch ein Upgrade. Toll, natürlich ist es nicht so einfach. Ja, ich bin mir sicher, den gibt's. Ich brauche halt ein Upgrade. Finden Sie die Verbindung der Stufe 3 für den Zugangsgenerator. Und das Alien ist auch hier. Ich habe es gerade droppen gehört. Ja, ich habe ihn gar nicht gesehen, weil er kein Geräusch macht. Weil er heute sehr leise läuft. Hat dicke Socken an. Sehr dicke Socken. Bro. Bitte nicht. Oh! Der hat mich nicht gesehen. Wie? Ich habe den Flammenwerfer noch bei mir. Ich weiß nicht, ob er jetzt beschließt, einfach random hier drunter zu gucken. Wenn ja, bin ich erledigt. Weil so schnell kann ich nicht reagieren, glaube ich. Geh einfach. Der läuft aber gefühlt... Die machen auch andere Geräusche, ne? Ich glaube, die sind sauer und die laufen auch anders jetzt. Ja, die klingen viel wütender als auch schon. Ich glaube, die wissen ganz genau, was ich gemacht habe. Die wissen ganz genau, wer ich bin. Die wissen, was ich gemacht habe. Und sind nicht sonderlich erfreut. So, wo wird das Zugangsgenerator-Ding liegen? Irgendwo hier. Okay, anscheinend liegt das quasi um die Ecke. Ich muss es nur auftreiben. Aber ich weiß nicht wo, weil alle Türen sind zu. Und das Alien ist hier unterwegs. Wo? Es liegt genau hier. Wer lässt das genau hier liegen? Okay, aus dem Verbindung habe ich ursprünglich gesagt. Das soll Verbesserung heißen. Ich wusste nur nicht, wofür Verb-Punkt steht. Verbesserung, nicht Verbindung. So, Stufe 3. Jetzt komme ich ohne Probleme hier durch. Hacken Sie die Tür, steigen Sie ins Shuttle. Es gibt wahrscheinlich noch andere Türen, die ich jetzt aufmachen kann mit dem Upgrade. Ich höre ihn doch. Außerdem, oh, eine Blendgranate. Kannst du mich in Ruhe lassen? Ich mache jetzt diese Tür auf. Komm, ist mir egal. Ist mir egal. Ich mache jetzt die blöde Tür auf. Ich will hiervon absolut nichts haben. Du kannst gleich hier absolut Party machen, wenn ich weg bin, okay? Jetzt hätte ich es fast nicht gefunden, vor lauter Quatschen. Kannst gleich Party machen. Ich bin gleich weg. Ich lasse dich gleich in Ruhe. Gleich hast du das alles hier. Fühl dich allein. Er hat dazu nichts zu sagen. Den Knopf kann ich nicht benutzen oder den Schalter. Er bleibt in dem Fall hier. Ambulanz-Shuttle starten. So, Marlo. So einfach kommst du nicht hier weg. Denn ich bin nicht nur Ingenieurin, ich kann auch ziemlich gut fliegen. Wobei, ich muss ja gar nicht selber fliegen, hat er gesagt, die Koordinaten sind gespeichert. Aber pst, ne, ich mache das natürlich alles von Hand, manuell. Und dann sagen wir Hallo. Das Dumme ist halt, die Dinger haben keine Reichweite, die hoch genug ist, dass man damit abhauen könnte. Das ist nicht drin. Und wenn man ganz nah an die Station reingeht, dann sieht man, dass das Spiel ein bisschen älter ist. Die Texturen sind jetzt nicht so hübsch. Aber eben, man kann damit nicht abhauen. Dafür ist die Reichweite nicht hoch genug. Aber man kann mal kurz vorbeischauen. Und mit dem Kollegen reden. Genau. Ich weiß aber, auf seinem Schiff wird es relativ unbequem, weil das ist auch mehr oder weniger Ursprung dieser ganzen Alien-Sache, weil da war eben die eine drauf, die von dem Facehugger erwischt wurde. Das heißt, da gibt es auch ein paar sehr unangenehme Überraschungen. Und er hat anscheinend die Luftschleuse nicht gesperrt. Das heißt, ich kann einfach andocken. Ricardo, hören Sie mich? Er hat mich nicht ausgesperrt, aber hier ist alles runtergefahren. Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt. Ja, also wir sind echt nicht weit weg, wenn Funk noch funktioniert. Dann können wir nicht so weit weg sein. Warum kriege ich Punkte als Untertitel? Das war komisch. Aber hey, wenigstens, ich kriege immer noch Punkte als Untertitel. Aber wenigstens hat er auch Speicherstationen auf seinem Schiff. Finde ich super. Erkunden Sie die Anisidora. Das ist... Was höre ich? Ich höre Getacker. Im Sinne von Getrappel. Facehugger? Vermutlich ja. Ich weiß nicht mehr genau, was hier für Viecher wohnen. Ich weiß nur, es gibt Viecher. Also ja, wahrscheinlich hat er ein paar Facehugger-Freunde auf seinem Schiff. Ja, ich höre ihn doch. Ja, was höre ich? Was höre ich? Ach, das sind die Rohre!
Das Eis auf den Rohren hat einen Soundeffekt. Was? Das muss man erstmal machen. Das ist Detailverliebtheit plus 5. Das Eis auf Rohren entsprechende Geräusche macht. Wow. Okay, ich glaube, ohne Kopfhörer würde man das gar nicht hören, oder hätte ich es gar nicht gehört. Das ist krass. Ich weiß nicht, warum ich so ein kleines Detail jetzt so aus der Bahn wirft, aber das muss man sich mal geben. Diese Detailverliebtheit ist ja unglaublich. Hat er mich noch nicht bemerkt? Komm, ich laufe hier... Ja, langsam gehen die Lichter an. Ich laufe hier ganz frech in der Gegend, ob ich mal meine Taschenlampe aus. Der muss doch längst wissen, dass ich da bin. Kann mir doch keiner erzählen. Das hat der Boy doch längst mitbekommen. Ich meine, laber kein Kaber. Okay, dann einmal das hier auf. Ja, guck mal, was hier ist. Pumpgun-Patron. Nochmal Flammenwerfer, nochmal Pumpgun. Der Spaß hier wird ernst. Auf Terminal zugreifen. Was findet sich hier? Signalempfang. Marlo, hey, sagt er gerade eine Art Signal entdeckt. Lösarbeit in den Schlüsseln, könnte das Stromo sein. Willst du das selber ansehen? Und dann ist das passiert, was wir in der Rückblende hatten. Genau, Techer-Bericht. Bla bla bla. Unterlichtgeschwindigkeitstriebwerke. Okay, Zugangscode 4510. Müssen wir uns merken, 4510. Audio Annäherung an Sevastopol. Wir sind außerhalb von Sevastopol. Okay. Marlo und Foster sind zuerst aufgewacht. Sie sah schrecklich aus. Meeks und ich, das heißt, das ist, nachdem sie in diesem System angekommen sind? Aber, naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Na, es ist Marlos Schiff. Sie ist Marlos Frau. Die Situation geriet außer Kontrolle und Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Schön, schön. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Werden sie nicht. Zurück. Werden sie nicht. Aber wenn sie Wind davon kriegen, wenn wir an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlo zahlt nicht mal annähernd genug für solch eine... Ja, die Sache ist denen total aus den Händen gelaufen. Das war so nie geplant. Ich meine, wer kann auch mit sowas planen? Die wussten ja nicht, mit was sie sich angelegt haben. So, Tür ist freigeschaltet. Hallo? Monsieur Marlowe? Where you at? Wo ist der Typ? Generator neu starten. Ich kann es jetzt zweimal machen, auf der anderen Seite ist nämlich noch einer. Das heißt, er ist schon lange hier gefühlt, aber hat sein ganzes Schiff einfach nicht hochgefahren. Ich verstehe es nicht, weil ich dachte, er will abhauen. Anscheinend nicht, weil das hier sieht nicht so aus. Es ist einfach nichts aktiv. Also muss ich das jetzt machen. Wartet der? Ich kann mir vorstellen, der wartet einfach nur, dass ich das mache, damit er nicht runterlaufen muss in den Maschinenraum, weil ihm der Weg zu lang und zu gefährlich ist, wegen den Viechern, die es noch auf diesem Schiff hat. Könnte ich mir gut vorstellen, wäre nicht überrascht. Ein bisschen enttäuscht, aber nicht überrascht. Okay, cool. Jetzt noch die Seite und dann sollten wir hier durchkommen. Das ist die Idee. Jo. Das dauert ein bisschen, aber der Effekt ist ziemlich nice. Und eine vollständige Verbindung ist nicht drin. Aber jetzt aktiviert sich mehr und mehr. Und jetzt hier... jetzt kann ich es benutzen. Sicherheitszugangsgenerator. Ich muss sogar sein Schiff hacken. Ich bin so cool. Das war Quatsch. Ich bin so cool. Ich hack sein Schiff. Jetzt. So. Und bums. So, Marlo. Jetzt muss er mich gekriegt haben, dass ich hier bin. Es gibt keinen Weg, wie er das nicht mitbekommen hat. Ich meine, das Schiff aktiviert sich. Das muss man halt bemerken. So, jetzt die Dinger. Grün. Alles gut? Ich glaube, das soll so sein. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwelche Dämpfer. Keine Ahnung. Aber ich bin jetzt drin. Die Hauptenergie der Anisidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen. Und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Wo ist der Typ? Hey, Ripley. Oh. Willkommen auf der Okay, Marlow. Wunderbar. Ich will nur kurz gucken, wo ich hin muss. Gib mir eine Sekunde. Hallo? Wo sind Sie, Marlow? Ich glaube, ich muss zurück. Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Bro. Wir haben mehr Arbeit erspart. Ja, siehst du, der hat nur gewartet, bis ich's mache. Darüber beginnt offline zu sein. Ich musste ein paar Sachen in Ordnung bringen. Wunderbar. Ganz, ganz toll. Finden Sie Marlo. Ja, ich gehe sogar in die richtige Richtung. Ich gehe sogar in die richtige Richtung. Hier links. Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Nein. Sind viele Stellen offen? Habe ich mitbekommen. Marlo hat mich hintergangen. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Toll. Taylor? Marlo, was machen Sie da? Was sich sonst keiner kauft. Kommen Sie... Ich wusste doch, irgendwas kommt hier. Ich habe etwas für Sie. Willst du einen Deal machen, oder was?
Der Boy will einen Deal machen. Okay, ich glaube nicht, dass... Das war kein Facehacker. Ich glaube nicht, dass dieser Deal... Ich glaube nicht, dass dieser Deal zustande kommen wird. Manchmal fange ich Sätze lieber nochmal an, bevor ich es komplett... Kannst du ruhig sein, bevor ich es komplett ruiniere. Aber ja, hey, wir reden mal mit ihm. Und gucken mal, was genau er vorzuschlagen hat. Sebastopol, was auch immer sich an Foster gehaftet hat, gibt's nicht mehr. Es lag neben ihrem Bett auf dem Boden. Ja, es geht dir gut. Nein, tut es nicht. Tut es nicht. Es wird ein Problem mit der Quarantäne geben, aber der Nostromo-Flugschreiber öffnet uns vielleicht die Tür. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Ja, ursprünglich sind sie wahrscheinlich nur wegen dem Flugschreiber hingekommen, weil, ne, Weyland Yutani, Sebastopol und dann, die wollen das natürlich untersuchen. Das heißt, das hat ihnen wahrscheinlich dann ermöglicht, überhaupt dahin zu kommen. Aber dann kam raus, hey, die haben schon einen Alien dabei. Wir müssen ja nicht rausfinden, wo die Nostromo war. Wir können das einfach direkt von der Sebastopol holen und dann ist das alles passiert. Hier ist nochmal was. Hier spricht Marshall Waits auf der Sebastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sebastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber du hast sie trotzdem reingelassen. In Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Toll. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sebastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht. Jo. Sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Und dann haben Sie quasi einfach Sie mitgenommen, die ja vom Facehugger erwischt wurde und haben das dann quasi auf die Station gebracht. Und das war ein furchtbar großer Fehler, aber das konnten die natürlich nicht wissen. Ich hätte fast das Falsche gedrückt. Das heißt, eigentlich trifft sie nicht wirklich eine Schuld. Also indirekt schon, aber sie haben nur das gemacht, was sie in diesem Kontext als richtig erachtet haben. Das heißt, wer jetzt wirklich schlussendlich schuld am ganzen Schlamassel ist, ist schwer. Ne, weil das ist immer so ein Ding. Es ist nie so einfach, dass man einfach sagen kann, hey, der war's. So simpel ist es in den allermeisten Fällen nicht. Ja, ich höre ganz komisches Zeug. Ich glaube nicht, dass hier ein Alien rumhängt. Aber andere Sachen. Hast du das Ding gerade in Bewegung versetzt? Ich habe versucht, Foster zu retten. Ja, ich weiß. Ich habe sie auf Sebastopol gebracht. Habe alle Regeln gebrochen. Ich weiß, dagegen sage ich ja auch nichts. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Ja, man kann ich weiß. Versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Habe ich schon verstanden, ich spiele das seit gut 10 Stunden. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Ja. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Ja. Sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Was genau? Ah, stimmt, ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Ich werde es nicht sagen für den Fall, dass es falsch ist, aber ich der hat einen Plan. Ich glaube, ich weiß noch, der hat einen Plan. Und der Plan ist... Also er will das Richtige, aber er versucht es auf falsche Art und Weise. Sagen wir es mal so. Ja, der ist am Machen, der Kollege. Der ist gerade schwerst beschäftigt und am Machen. Das hier ist die Hyperraum oder die Hyperschlafkammer. Nice. Und es ist alles leer. Er ist der Letzte, der übrig ist. Alle anderen gibt es nicht mehr. Und jetzt hat er sich halt Taylor geschnappt. Das heißt, eben er ist der Letzte aus seiner Crew, der noch existiert. Aber jetzt hat er eben das Gefühl, er muss das alles wieder in Ordnung bringen. Und ist im Begriff, was unglaublich Dummes zu tun. Die Tür da hinten ist zu, aber kann ich mich durch dein Schiff lasern? Nee, das geht natürlich nicht. Das hier ist streng linear. Was genau ist hier los? Der Stromkern. Ja, ich glaube, ich weiß wieder, was er vorhat. Da ist es. Benutzen Sie das Terminal. My Boy hat nämlich vor, das Schiff zu überladen. Und ich glaube, das Schiff und die Sebastopol einfach mitzunehmen durch die Überladung des eigenen Stromkerns. Ja, ist ein bisschen eine blöde Idee. Flugschreiberdaten. Okay, das ist das Original auf dem Flugschreiber, was gelöscht wurde. Jetzt bin ich gespannt. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff... Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine...
Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben. Wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Oh, es ist schon heftig, ne? Ach, die arme Mann. Und eben, es ist auch irgendwie interessant, wie jetzt Marlow quasi versucht, dasselbe zu machen, einfach alles zu zerstören. Aber es sind halt noch Leute übrig, das kannst du nicht machen. Ja, da ist sie und da ist er. Ja, der hat nichts mehr zu verlieren, der ist völlig am Ende. Der hat nichts mehr zu verlieren. Dem ist an dem Punkt alles egal. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören und die Station. Das ist der Plan. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Ja. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder vorbei. Hätte das hier funktioniert, wären die anderen Alien-Filme nie passiert. Okay, also zumindest nicht so, wie sie passiert sind. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlow! Marlow, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Aber ist das wirklich der richtige Weg? Mann, ja eben. Marlow! Es sind Leute übrig. Sie war meine Frau, ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Jo, nice, das hat gesessen. Oh mein Gott. Cool. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Dann helfe ich dir jetzt, das Ding wieder irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Ding. Wie das Zeug anfängt zu glühen, ey. Warnung. Okay. Komm, ich bin Ingenieurin. Das hier ist mein Job. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Komm schon. Wir bringen das zusammen in Ordnung. Ich hab's gefunden. Okay, ist das das Ding? Ja, Auxiliargenerator laden. Das heißt, ich helfe jetzt von dieser Seite, Sie helfen mir von der anderen Seite. Aber wir versuchen dafür zu sorgen, dass uns das Ding hier nicht um die Ohren fliegt. Das wäre nämlich ziemlich cool, denn sonst ist das Spiel an dieser Stelle vorbei. Okay. Alles okay, komm. Taylor. Schalten weiter. Sie jetzt das Fahrzeugterminal von Auto auf manuell um. So cool. Können Sie es sehen? Also für die Leute hier nicht, aber für mich als Spieler ist das voll cool. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Das ist es. Okay, cool. Wartungsterminal hacken. Kann ich natürlich nicht einfach so, das muss man hacken. Einfach so geht das nicht. Dann das, 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 das und das. Komm schon, keine Zeit verlieren. Sonst wird das sehr unbequem. Okay, bums, fertig. Versuch unsere Lady aktivieren. Es steht einfach so ein Ding im Raum. Okay, tada. Haben wir es? Ist es getan? Nice. Sicherheitsbegrenzer ist wieder da. Cool. Oh, Sie haben es geschafft. Das habe ich. Halt, irgendwas stimmt nicht. Ich verstehe nicht. Primärsystemeinsturz. Jo. Systemweite Störkaskade. Oh, Scheiße. Es lässt sich nicht verhindern. Das Schiff wird in zwei gerissen werden. Es lässt sich nicht mehr aufhalten. Ja. Natürlich kommt auch sie hier nicht raus. Gut, entkommen sie. Ihr kann ich nicht mehr helfen, ich kann nur mir selbst helfen. Sie kommt hier natürlich nicht raus, weil das ist die Story einer Überlebenden, nicht von zwei Überlebenden. Deswegen geht das für sie nicht ganz so schön aus. Okay, das ist voll cool. Explosionen und so. Aber... ja, jetzt wäre es an der Zeit zu rennen. Oder fallen, weil die Schwerkraft kaputt ist? Ja, ne? Die Schwerkraft ist kaputt. Jetzt geht's wieder. Ich hab keine Ahnung. Ich renne einfach.
und verschwinde von hier. Das ist der Plan. Okay. Okay. Ich glaube, die Anisidora gibt es bald nicht mehr. Bin mir nicht ganz sicher, woran ich das festmache. Aber ich habe da so ein Gefühl. So ein internes Gefühl. Weg, 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 Ambulanz Shuttle starten. Und sie geht ganz gechillt zum Sitz. Gib Gas, gute Frau. Oh, jetzt ist Taylor auch noch weg. Das heißt, von der ursprünglichen Crew sind noch die übrig, die auf dem Schiff waren. Die anderen, die mit mir reingegangen sind, gibt's schon nicht mehr. Waits ist auch weg, ein Großteil der Station ist weg. Jetzt ist noch Ricardo nicht übrig. Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Jetzt kommt das. Jo, es wird halt nicht besser, ne? Es wird eher schlimmer. Aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrance ist der einzige Ausweg. Ja. Es wird halt immer erst schlimmer, bevor es besser wird. Finden Sie einen Weg, die Torrance zu kontaktieren. Jetzt geht halt die ganze Station den Bach runter. Hallo Sevastopol, bitte um Antwort. Okay. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Ja, das war ich. Wir können dazu andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Wenigstens sind die noch da und nicht einfach abgehauen. Okay, das heißt, sie sind auch da und die hören zu. Das heißt, wir müssen nur irgendeinen Weg finden, zu kommunizieren. Dann können die uns irgendwie hier rausholen. Wo genau bin ich? Oberer Transit? Seeks and Communications. Ah! Okay, das heißt, das hier ist dann natürlich, die ich vorher nie konnte. Weil dann wäre ich ja hier gelandet, wo der Shuttle ist. Das heißt, es ist eben alles durchverbunden. Ich komme jetzt wieder in einem anderen Bereich raus, wo ich schon war, aber dann auch wieder nicht richtig. Das ist eigentlich richtig cool. So, auf. Und dann schauen wir mal, was hier so ist. Tatsache. Ja, Seeks and Communications. Da ist es. Roboterprobleme? Sieht sauber aus. Ich bin überrascht. Aktuell keine Roboterprobleme. Super. Ja, super. Hier war ich schon drin. Ja. Die sind jetzt gegen uns. Ja. Wir sind quasi die Leute, die noch übrig sind. Vom Seeks and Communication. Oder von Seeks and Sicherheitsquad. Ja, da stehen sie. Die Jungs, die noch übrig sind. Und die wollen eben. Ich mach das hier mal kurz auf. Und die wollen jetzt eben hier runter und haben sich organisiert. Das heißt, es gibt jetzt noch einen neuen Feind, um den ich mich kümmern darf. Und die werden sich nicht zurückhalten. Also ich glaube, die bewaffneten Überlebenden wurden jetzt ausgetauscht durch Seeks and Security, die unglaubliche Mengen an Damage aushalten und austeilen können. Das heißt, ich habe nicht wirklich viel zu lachen, wenn ich mich mit denen anlege. Deswegen sollte ich das nach Möglichkeit vermeiden, weil das könnte dann auch das Alien anlocken. Was genau ist hier drin? Hier konnte ich nie vorher durch. Meine Taschenlampe ist jetzt das erste Mal, dass das vorkommt. Hier konnte ich nie vorher durch. Wo führt das hin? Ah, das ist quasi ein Weg außenrum. Okay, das heißt, es ist vielleicht dazu gut. Aber dafür gedacht, um an den Security Boys vorbeizukommen. Hier war ich aber schon, oder? Nö, hier war ich noch nie. Tagebuch. Ja, der Raum ist nämlich von der Seite abgesperrt. Was, wo ist das? Was, wo bin ich? Das ist der Typ, ne? Gepackt und ein paar Sachen unterwegs aufgesammelt und aufgepasst, dass mich niemand sieht. Zu viele Leute mit Waffen auf Sevastopol, die auf alles sofort schießen. Ich habe auch eine, aber ich bin wenigstens nicht verrückt. Nein, gar nicht. Hier ist es immerhin abgeschieden und ich bin nah am Terminal. Wenn also tatsächlich irgendwann ein Schiff ankommt, habe ich einen Platz in der ersten Reihe. So lange hat das leider nicht gehalten, denn ich glaube, das, was ich gerade gefunden habe, das ist eher diese Station, geht echt langsam kaputt. Weil eben Orbitalstabilisatoren sind kaputt, das heißt, wir fallen vom Himmel. Direkt in den Planeten, in dem ich, oder in den ich das erste Alien schon reingeschossen habe. Das heißt, das wird eine unbequeme Reise. Wo bin ich? Hier! An die Luke kann ich mich sogar erinnern. Ich bin hier. Yeah. Okay, eben, ich will mich nicht mit denen anlegen. Das muss echt nicht sein. So, vorbeischleichen, ohne gesehen zu werden. Mein
Sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Vorbeischleichen, ohne gesehen zu werden, wäre jetzt das Beste. Was willst du hier? Husten will er hier. My guy, kannst du nicht... Bitte dreh dich um. Komm nicht die Treppe hier hochgelaufen. Da kommt noch einer. Der geht aber den anderen Weg. Same. Same. Kann ich mitgehen? Geht mir... Ganz genau. So, ja, der steht jetzt da hinten. Kann ich das nutzen? Ich glaube, ich kann das unter Umständen zu meinem Vorteil nutzen. Genau, weil die sind jetzt alle eher in dem Bereich des Levels unterwegs. Das heißt, ich komme jetzt vielleicht mit ein bisschen Gusto und zusammenkneifen vorbei. Okay, hier ist Synthetic Storage. Gibt es hier einen Weg durch? Ja, aber dann lande ich in dem großen Raum, wo die Boys sind. Da will ich nicht wirklich hin. Ich würde eher sehr gerne an dem Raum, wo die Boys sind, vorbei. Warum du den Auftrag angenommen hast? Wahrscheinlich wegen dem Money. Dem Mula. Mm, das war close. Oh, zum Glück haben die so ein fettes Helmvisier. Die sehen nicht wirklich viel. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich mach's mal daran fest. Also die sind nicht die besten Gucker. Das war Quatsch, wollte ich nicht. Das sind nicht die besten. Noch mehr! Hey, die Seeksen Boys! So viele Seeksen Boys. Überall Seeksen Boys. Das ist ja schlimm. Ja, und halt genau hier, wo ich durch muss, ne? Genau da, wo ich hin will. Ist halt ein Seeksen-Typ. Ja, Sam, ich habe aus Ewigkeiten nicht mehr geschlafen. Meine Nase juckt. Das heißt, wir haben ein Problem. Und daran kann man das normalerweise sehr gut festmachen. Das ist... Oh, vermutlich freuen, dass du nicht da bist. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, ansonsten kommt er wieder zur Tür rein, bis ich hier oben bin. Okay. Ich glaube, ich bin an den Seeksen Boys größtenteils vorbei. Wie viele waren das? 10? Was für eine Squad-Größe haben die? Das waren gefühlt 10 Leute. Gefahr ist nahe. Ja, ich weiß, aber es geht nicht anders. Ah, das sind richtig, richtig viele. Das hier ist... Der Laden ist voll. Vollgepacktes Haus. Mit Seeksen Boys. Hier ist so dunkel, es sollte alles gut sein, oder? Ich könnte hier außen rum. Ja, mach ich. Ich gehe hier hinten durch. Weil ich kann ihn nicht wirklich sehen. Ich habe ihn gehört, aber nicht gesehen. Das heißt, ich gehe mal hier außen vorbei. Und hoffe, dass er sich jetzt gerade in dieser Millisekunde nicht umdreht. Ist er das? Ich glaube, das ist irgendein Panel gewesen, das beleuchtet, weil ich habe keine Ahnung. Ist mir im Prinzip auch total egal. Ich will einfach nur weg hier. Hä? Was soll da sein? Ich sehe nichts. Ist er jetzt dahinter gelaufen? Was? Keine Ahnung, ist mir egal. Ich gehe. Hey Ricardo, was geht? My boy. Alles klar? Kommt hier vielleicht noch was raus? Ich rede gleich mit ihm. Eine Sekunde. Ich will gucken, ob ich vielleicht noch auf irgendwas geiern kann, was hier rausgefahren kommt. Nee, weil ich die Dinger schon benutzt habe. Aber hier ist noch was. Kürbis haben wir hier. Ich meine, don't mind if I do. Nix. Kann ich nicht benutzen. Cool. Hi. Da bin ich. Ripley. Alles klar? Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Okay. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüsseln manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Ja. Da ist ein Observatorium bei der Com-Zentrale, oder? Ja. Wir gehen raus. Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Findet das Observatorium der Sebastian. Wobei, nee, ich glaube, raus geht man erst später. Wir gehen jetzt die Schüsseln einfach manuell ausrichten, weil da kann eben Apollo gar nichts mehr machen. Wenn du das manuell machst, dann kannst du rummachen, wie es will. Funktioniert nicht mehr. 40% und fallend. Yay. Das ist toll. Hier ist ein X, das heißt aber auch, dass ich hier schon war, weil sonst wäre das nicht aufgedeckt, richtig? Das heißt, den Lüftungsschacht kann ich mir im Prinzip sparen. Deswegen gehe ich da jetzt mal nicht rein. Aufzug rufen. Bitte keine Probleme hinter dieser Tür. Normalerweise, wenn man den rufen muss, passiert ganz oft das, dass einfach irgendwas hinter der Tür steht. Bitte nicht. Ich habe das Ding, ich habe 12 Schuss dafür und ich werde es benutzen.
Ja? Das ist mein Serious Face. Ich meine das ganz serious. Ich werde das benutzen. Es ist sauber. Siehst du, die haben mich gehört und sich gedacht, nee, davon will ich nichts haben. Der Typ meint's ernst. Genau, ist das jetzt da, wo ich schon mal war? Weil wir waren ja schon mal in der Kommunikationszentrale. Ich weiß noch nicht, ob es diese Kommunikationszentrale ist, weil es gibt gefühlt hunderte Kommunikationszentralen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist kein harter Levelübergang. Es wird nicht geladen. Ja doch, es ist hier. Ja, hier waren wir ja schon mal. Ja, nice. Aber ich glaube, diesmal muss ich die andere Richtung nehmen. Ne? Nicht rechts lang, sondern links lang? Ich habe keine Ahnung. Ohne Momento. Ja, links lang. Genau, aber hier rechts war ich schon. Hier war das andere Kommunikationsding. Interne Kommunikation. Wir wollen jetzt aber extern kommunizieren, beziehungsweise Observatorium finden, Schlüssel ausrichten. Das ist jetzt der Plan. Aber ich würde sagen, das machen wir erst beim nächsten Mal. Hier bei Alien Isolation. Ein nach wie vor unglaublich gutes Spiel, wo wir jetzt nur noch einen Ausweg haben, weil wenn wir nicht hier rauskommen, dann fallen wir in den Gasriesen. Und wenn wir herauskommen, geht das nur über die Torrents und die müssen wir erst rufen, was nicht so einfach ist. Also in dem Spiel gilt halt, wie schon gesagt, folgendes Prinzip. Es wird erst schlimmer, bevor es besser wird. Und selbst wenn es besser wird, wird es nicht sofort gut. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Das hier ist wirklich eines der wenigen Spiele, die nicht schlechter werden, je weiter man sie spielt. Das hält konstant die Latte ziemlich hoch.